Herr Kalbitt, 1993 die Heimattreue Jugend, 2007 Athen. Jedes Mal, wenn Ihnen aus Ihrer Vergangenheit erneut rechtsextreme Nähe vorgeworfen wird, sagen Sie, das ist ein alter Hut. Kennen wir denn jetzt das komplette Bild? Wissen wir alles aus Ihrer Vergangenheit und Ihrer Nähe zu Rechtsextremen? Also bis auf den Grundschulbesuch habe ich ganz offen eingeräumt, wenn es solche Dinge gab, da habe ich auch zu bestanden. Gleichzeitig aber klar gemacht, dass ich eine Entwicklung vollzogen habe und mich ganz klar von rechtsextremistischen Tendenzen auch persönlich distanziere. Das ist unbenommen und der Rest ist natürlich viel Wahlkampfgetöse. Die Menschen merken das sehr wohl, wenn plötzlich kurz vor den Wahlen solche Sachen aufkommen, die ja auch teilweise inhaltlich sehr verdreht werden, sehr entstellt und falsch kombiniert. Das ist ganz klar spürbar für viele Menschen. Insofern ist das eigentlich eine Armutserklärung, weil es nicht mehr in dem Wahlkampf darum geht, Inhalte zu setzen, sondern es darum geht, Gegner persönlich zu dämonisieren, wofür es überhaupt keinen Anlass gibt. Und den Rest kann man der Zeitung entnehmen, wo ich mich offen zu geäußert habe. Also wird es keine weiteren Nachweise geben, dass Sie in der Vergangenheit Nähe zu Rechtsextremen hatten? Das können Sie ausschließen. Ich habe mich zu all diesen Dingen offen geäußert, die mir davor gehalten wurden. Dazu stehe ich auch. Ich habe da nichts hinterm Berg gehalten. Das ist ganz klar. Und es geht für uns jetzt nicht darum, hier gerade bezogen auf den Landtagswahlkampf, aber auch generell für die AfD zurückzublicken, sondern nach vorne und inhaltliche Lösungen für dieses Land zu suchen. Nun werfen Sie den anderen vor, Angst zu schüren, haben aber hier in Königs Wusterhausen gerade von muslimischen Männern gesprochen, die, und ich zitiere, Frauen hier als billig verfügbare Schlampen sehen. Was ist denn das, wenn es nicht Angstschüren ist? Das ist ein Zitat von Jörg Meuthen. Erstens, und zweitens schauen sich die Statistik des Bundeskriminalamtes an. Wir haben ein eklatantes Problem. Da steht nichts von billig verfügbaren Schlampen drin. Da geht es natürlich um die Zunahme von Sexualstraftaten. Da haben Sie schon recht. Das ist dann anders formuliert. Aber es läuft auf diese Verbrechen hinaus, die ja stattfinden und über die man reden muss. Wir haben diese Probleme in Freibädern. Wir haben ja reale Probleme in diesem Land. Das belegt auch die BKA-Statistik. Und es muss möglich sein, das offen anzusprechen, ohne stigmatisiert zu werden. Und genau das macht die AfD. Also Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie hier Angst geschürt haben? Dann. Nein, Angst schürt der Ministerpräsident, wenn er sagt, durch ein starkes Ergebnis der Demokratischen Partei versinkt die Region im Wirtschaft. Elend, weil dann keine ausländischen Investoren mehr kommen. Angst schüren die Grünen, wenn sie durch die Klimahysterie den Leuten weismachen wollen. Wenn sie nicht allen Geboten der Grünen folgen, dann werden wir demnächst alle verbrennen. Das ist Angstmacherei im destruktiven Sinne und das merken auch die Menschen. Alexander Gauland, Ihr Co-Vorsitzender der AfD, hat davon gesprochen, dass die Menschen nicht Angst vor der Machtergreifung der AfD haben sollten. Das ist ja eine Rhetorik, die wir von der Machtergreifung von Adolf Hitler erkennen. Warum grenzen Sie sich rhetorisch nicht davon ab? Ich grenze mich rhetorisch völlig davon ab. Das ist gar keine Frage. Und der Begriff ist ja so gemeint gewesen, dass es eben genau um so eine Machtergreifung, wie es unterstellt wird, eben nicht geht. Sondern es geht um demokratische Teilhabe. Und ja, es geht irgendwann auch um Verantwortung, die wir anstreben. Insofern ist der Duktus von Alexander Gauland im richtigen Kontext durchaus auch gegen Rechtsextremismus und den Rechtsextremismusvorwurf gegen die AfD gemeint. Sie haben gesagt, dass die Frage danach, warum Sie vollendet die Wende und Wende 2.0 verwenden, ein Schlag ins Gesicht ostdeutscher Rentner wäre. Aber es gibt doch von der AfD noch gar kein Rentenkonzept für eben diese Rentner. Das sind ja zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Das eine ist die Angleichung der Ost-West-Renten auf dem Niveau, das wir jetzt haben, dass wir sagen, auf dem bestehenden System muss erstmal Gerechtigkeit geschaffen werden. Und ja, dann geht es darum, die Rente zukunftsfest zu machen. Wir sehen das ja in der demografischen Entwicklung. Dafür wird die AfD einen Sozialparteitag abhalten und sich demokratisch und ehrlich in positiver und konstruktiver Hinsicht streiten um so ein Konzept. Ich bin der festen Überzeugung, wir gehen da mit einem tragfähigen Ergebnis raus. Ich bin übrigens froh, in einer Partei zu sein, in der noch lebhaft diskutiert wird und nicht in so einem toten Kanzlerwahlverein wie der CDU. Was konkret bieten Sie denn dann den ostdeutschen Rentnern mehr an? Bei der Rentenangleichung, Sie vermengen zwei Dinge. Bei der Rentenangleichung Ost-West geht es darum, erstmal die Ostrenten auf das West. Ist schon klar, aber wie viel mehr haben die in der Tasche? Wollen Sie eine komplette Angleichung sofort? Natürlich wollen wir eine komplette Angleichung. Wenn ein ostdeutscher Rentner in den Supermarkt geht, zahlt er ja auch nicht weniger, weil er weniger Rente bekommt. Natürlich brauchen wir Gerechtigkeit 30 Jahre nach der Wende. Und das ist ein Beleg dafür, dass unsere Forderung vollende die Wende durchaus berechtigt ist und Gehalt hat.
Glauben Sie an die Pressefreiheit in Deutschland? Selbstverständlich glaube ich an die Pressefreiheit in Deutschland, die auch wichtig ist, erhalten zu werden. Ich glaube aber auch, dass wir eine zunehmende Tendenz haben an sogenannten Haltungsjournalismus, dass wir eine zunehmende Tendenz haben an einer Berichterstattung, die nicht mehr frei ist von subjektiven Einschätzungen. Das erleben wir als AfD ganz deutlich. Und es gilt darum, es geht im Grunde darum, dass wir sagen, Pressefreiheit muss natürlich gewahrt bleiben. Dafür steht auch die AfD. Aber Journalismus darf kein Haltungsjournalismus sein, im Sinne, wie es ja Hans-Joachim Friedrichs mal gesagt hat, der meinte, dass ein Journalist nie mit der Sache gemein machen dürfe, selbst wenn es eine gute sei. Diese Neutralität fehlt uns. Wir merken, dass ich Teile, nicht alle, ich bin ja auch kein Apologet der Lügenpresse, das vertrete ich nicht, dass ich Teile der etablierten Medien, gerade der GEZ, der zwangsfinanzierten Medien, da sehr regierungskonform verhalten und spüren manchmal, nicht immer, von Neutralität sehr wenig. Herr Kalbitz, war dieses Interview Haltungsjournalismus? Das war kein Haltungsjournalismus, sondern kritische Fragen. Das ist auch völlig in Ordnung, weil wer gute Argumente hat, braucht keine Diskussion zu fürchten. Herr Kalbitz, herzlichen Dank.